Hallo, freut mich, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute begrüße ich euch mal aus meinem Garten hier, weil es ist so schönes Wetter und da dachte ich mir, ich mache das mal von draußen und nicht immer nur drinnen in der Wohnung. Ja, aber ich will nicht über meinen Garten reden. Ich würde euch viel lieber ein neues Lichtschwert vorstellen, das ich für die SEMA umgebaut habe. Und ich würde sagen, ich fackel gar nicht lange rum, sondern wir starten direkt mit den Fotos des Umbaus und danach gehe ich auf die einzelnen Funktionen der zwei Schwerter ein. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß dabei. Nachdem ihr euch jetzt bei der Bilderstrecke einen Überblick davon verschaffen konntet, wie der Umbau vonstatten ging, zeige ich euch die Griffe nun aus nächster Nähe. Ja, also hier erstmal drauf eingegangen, ich habe die schwarze Rille hier lackiert und hier wurde eine Kupferabdeckung getauscht, die ist verloren gewesen, nicht bei mir, aber sie war auf jeden Fall weg und Olli war so freundlich und hat eine neue gemacht. Es sind neue CoverTech Wheels verbaut worden. Die hatte ich importiert aus Amerika, weil die gerundet sind, hier, wie man hier sehen kann. Und die Schraube hier drin, die habe ich auch schwarz lackiert. Ja, das ist hierzu. Und bei der langen Version wurden hier auch die Rillen lackiert. Und auch hier wurde der CoverTech gewechselt. Ja, zum Umbau selbst. Ich habe bereits schon Videos auf meinem Channel bezüglich des Solo-Hold Azuka-Griffes. Aber bei diesem erstmalig haben wir ein Eco-Chassis verbaut. Das zeige ich euch gerade mal. So, und zwar das hier ist das Eco-Chassis. Also es ist im Endeffekt kein hochwertiger Druck. Ist jetzt hier halt in dem Fall von Goff 3Design. Und hier seht ihr das Soundboard der Generation 2.2, das Profiboard. Hier könnt ihr einen Blick auf die Kabel werfen und hier hinten sitzt die Micro-SD-Karte und der Killswitch zum Ein- und Ausschalten und hier der Ladeport zum Aufladen des Schwertes bzw. der Batterie. Verbaut ist eine 18650 Lithium-Ionen-Batterie. Ungefähr auf der Höhe hier sitzt ein 22 mm Bass-Speaker, bei beiden Griffen übrigens. Ja, und hier ist wie gesagt ein 1,3 mm Ladeport, bei dem anderen ist ein größerer drin. Und ich würde sagen, ich schalte das Schwert mal hier hinten ein. Ahsoka, come in. You're walking into a trap. Die Griffe wurden auch nochmal aufpoliert. Die haben trotzdem viele Blessuren von der Vorbesitzerin von der SEMA. Ist wohl auch schon mal runtergefallen, ich weiß jetzt nicht welches. Also Olli und ich, wir haben das versucht so gut wie möglich aufzupolieren und ein paar Kratzer rausgeholt. Aber natürlich können auch wir nicht zaubern und wie man hier sehen kann, sind halt Blessuren nach wie vor vorhanden. Aber sie sehen auf jeden Fall schöner aus als vorher. Ja, ansonsten führe ich mal ganz kurz durch die Funktion. Auf der Seite, wo das CoverTech-Wheel sitzt, befindet sich der Ein-Ausschalter. Und auf der gegenüberliegenden Seite, wo hier die Abdeckung nur ist, sitzt der AUX-Button. Also zum Ein- und Ausschalten quasi den Power-Button drücken. Und zum Ausführen der Effekte kann der Knopf gedrückt werden.
Ebenfalls konfiguriert sind die sogenannten Gestikkontrollen. Das heißt, man kann den Griff drehen und es geht an. Und man kann den Griff drehen und es geht aus. Oder man swingt es. Und zum Deaktivieren wieder drehen oder den Knopf drücken. Ja, ich würde sagen, ich zeige noch mal schnell das Große. Das wäre in diesem Fall das Xian. Geht genauso auf hier unten. So, und auch hier kann man einen Blick auf das Eco-Chassis werfen. Hier allerdings ist ein größerer Ladeport verbaut und ein sogenannter, kein Kill-Switch, sondern das ist in dem Fall ein Kill-Key. Den kann man entweder ganz rausziehen, um den Ladeport freizulegen, oder man kann ihn drehen. Passt mal auf. I was hoping for Kenobi. Why are you here? Dann kann man das quasi einschalten oder vielmehr aktivieren, dass es aus dem Standby, also dass es im Standby ist, wenn man hier an dem Rad dreht. Dann ist es im Endeffekt locker. Und wenn es wieder feste gedreht ist und es sich nicht mehr bewegt, dann ist das Schwert ausgeschaltet. Also lockern. I was hoping for Kenobi. The Jedi was sighted entering the lower city. Then it's just as our Lord predicted. The Jedi was sighted entering the lower city. Then it's just as our Lord predicted. So, und auch hier haben wir darauf geachtet, dass es keine Verwechslungen gibt. Auf der Seite, wo das Covertech-Wheel sitzt, ist der ein Ausschalter. Und auf der gegenüberliegenden Seite der Aux-Button. In dem Fall habe ich jetzt die Soundfont gewechselt, wenn man hier einmal drückt. Und dann müsste die Klinge blau sein. Ist sie auch. Und auch hier gibt es die Gestik-Kontrollen. Ja, und wie gesagt, zum Wechseln der Font. Einmal drücken. Snaps. Und in dem Fall müsste es jetzt rot sein. Ja. Ach so, ja, und auch hier Smooth Swing. Und der Clash. Ja, hier muss man da gucken. Die Soundlöcher sitzen, wie gesagt, hier. Das heißt, wenn man das Schwert hier hält, wird es natürlich leiser. Hört ihr es? Ja. So, und im Grunde genommen war es das eigentlich auch schon. Was ich noch zeigen wollte, ist, hier sitzt die sogenannte Blade Retention Screw. Da benötigt man einen ganz kleinen Inbusschlüssel. Dann kann man die lösen. Die ist ziemlich kurz, also aufpassen, dass man die nicht verliert. Dann hier ein bisschen schütteln. Und dann kommt der Plug raus. Und man kann ins Innere des Schwertes gucken. In dem Fall sitzt hier ein Stück Eco V3 Neopixel PCB drin. Und ja. Und dann könnte man jetzt als nächstes dann die Klinge einsetzen. Das mache ich jetzt gleich mal und dann zeige ich nochmal die Farben mit montierter Klinge. Und dann geht es sofort weiter. Die Klingen sind nun montiert. Auf beiden Schwertern sind insgesamt 8 Soundfonts, entweder jeweils von Cuberphonic oder von Casive Saberfonts. Und ich führe jetzt einfach mal durch die jeweiligen Fonts und Farben. Die erste Soundfont heißt Commander Tano und hier haben wir einen kleinen Unterschied, denn bei dem Xian ist die Klinge grün und beim Shoto ist sie limegreen. Ich zeige es gerade mal. Ist hier in dem Fall ein Ticken heller, mehr ins Gelbliche,
und hier ist es ein Standardgrün. Ja. Die zweite Soundfont ist Code Fulcrum, ebenfalls von Cubaphonic. Beide Blautöne identisch. Soundfont Nummer 3 heißt The Sorcerer, ebenfalls von Cubaphonic. Ist in dem Fall mit Beskar Clash aus der Mandalorian-Serie. Die vierte Soundfont ist von KSF Sabrefonts. Auf dem Xien ist Snips und auf dem Shoto ist Snippy. Ist im Endeffekt die gleiche Font, nur minimal ein paar kleine Unterschiede. Die fünfte Soundfont ist von der Blue Force Company und heißt Legion. Ist ein bisschen was anderes, aber ziemlich cool. Passt mal auf. Font Nummer 6 ist wieder von Cubaphonic und heißt The Emperor's Hand. Font Nummer 7 ist Savage Knight, ebenfalls von Cubaphonic Fonts. Ich habe in dem Fall auf Wunsch von SEMA hier ein Kylo Ren Unstable Blade gemacht. Ja. Ziemlich schick. So, die letzte Soundfont ist wieder von KSF Sabrefonts. In dem Fall ist es sogar eine brandaktuelle, heißt die Eternal Twins. Und es sind zwei verschiedene Fonts normalerweise, aber die SEMA hat sich in dem Fall für Texan entschieden. Und die sieht so aus und hört sich so an. Ja, und nicht verwundert sein, also die Klangcharakteristik ist unterschiedlich. Hier hat man einfach halt einen größeren Griff, dadurch wird halt mehr Hall erzeugt. Deswegen klingt der hier ein Tick lauter. Er ist auch ein Tick lauter. Was der Grund ist, ich habe das Schwert um 2 Stufen leiser gemacht, weil ansonsten der Speaker anfängt zu kratzen. Und hier habe ich die Standardeinstellung auf Maximum gelassen. Ja, und das wäre es jetzt von meiner Seite aus gewesen soweit. Ich würde jetzt nochmal die wichtigsten Funktionen nochmal für die SEMA zusammenfassen, dass sie weiß, wie alles funktioniert. Und ansonsten sind wir soweit durch. Alle, die jetzt im Endeffekt wissen, wie man Schwerter bedient, die können jetzt hier im Endeffekt die Wiedergabe beenden. Und ansonsten für dich, SEMA, damit du weißt, wie du hier die wichtigsten Funktionen benutzen kannst, bleibst du am besten nochmal dran. Und dann geht's jetzt gleich nochmal weiter. Ansonsten bei allen anderen bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und ich würde mich über einen netten Kommentar freuen
Und wenn ihr möchtet, lasst mir ein Like oder ein Abo da. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ich sage auf Wiedersehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Sema, dann würde ich jetzt versuchen, dir eine kurze Einweisung zu geben. Also, nochmal, da wo der Gürtelclip sitzt, ist der ein Ausschalter. Auf der Rückseite, wo die flache Seite hier von der Abdeckung aufliegt, ist der AUX-Button für die Effekte. Zum Einschalten einmal drücken, zum Ausschalten nochmal drücken. Oder mit Gestikkontrolle den Griff quasi im Handgelenk drehen und zurück und das gleiche nochmal zum Ausschalten. Oder den Griff swingen und ihn entweder drehen zum Ausschalten oder über den Powerbutton. So viel zum Ein- und Ausschalten. Das Ein- und Ausschalten hat aber auch eine Besonderheit. Ich zeige dir gerade die Unterschiede. Wenn du über den Taster machst, bist du im normalen Modus. Wenn du clashst, clasht es auch normal. Wenn du clashst und hältst dabei den AUX-Button gedrückt, kommt ein sogenannter Lockup. Dann wird die Klinge hier gehalten, ist zum Kreuzen und wenn du sie loslässt, gibt es einen Effekt. Das gleiche ist, wenn du die Klinge nach unten machst und machst das, wird nur die Spitze aktiviert und sonst nichts. Aktivierst du den Griff per Drehung, bist du im Battle Mode. Pass auf. Wenn ich jetzt einmal clashe, ist ohne dass ich eine Taste drücke, der Lockup aktiviert. Achtung. Der leuchtet jetzt so lange, bis ich die Klinge bewege. Siehst du? Und wenn ich jetzt die Klinge gegen den Gegenstand stoße, passiert Folgendes. Dann leuchtet die Spitze und wenn ich den Griff drehe, verändert sich die Farbe. Siehst du das? Und das geht auch wieder weg, wenn ich die Klinge bewege. Das ist der Battle Mode. So, und wenn du den Power Button normal drückst oder im Battle Mode bist, wenn du den AUX Button drückst, löst du die Blast FX aus. Und wenn du stattdessen den Power-Button kurz gedrückt hältst und ihn loslässt, kommt der Force-FX. Nicht zu lang. Nicht zu lang. Ja. So. Hörst du? Ich zeig dir das, den Force-FX mal mit einer anderen Font. Hand. Feel the dark side. Feel the strength. Know the force flows through you. Ja, und wenn es deaktiviert ist und du Musik abspielen willst, musst du einmal kurz den Powerbutton gedrückt halten und loslassen. Und zum Ausschalten das gleiche. Bei jeder Font sind unterschiedliche Lieder drauf. Loop bedeutet, es wird halt in der Schleife abgespielt. Wenn es nur einmal abgespielt werden soll, musst du die Klinge nach oben halten und dann drücken. Siehst du? Jetzt würde es nur einmal gespielt werden und danach aufhören. Ansonsten aktivierst du den Loop. Ja, achso, eine wichtige Funktion haben wir noch. So, und zwar, du hast ja die Bewegungskontrollen, quasi die hier.
Die kannst du ausschalten. Ist wichtig, wenn du das Schwert am Gürtel hast und du läufst und die Klinge bewegt, also das Schwert bewegt sich, dann geht es halt auch mal ganz schnell an. Damit das nicht passiert, kannst du das deaktivieren, diese Funktion. Musst dazu den Power-Button gedrückt halten und einmal kurz einen Twist machen. So wie beim Einschalten machst du den Twist mit gehaltener Power-Taste. Gestures off. Hast du gehört? Jetzt hat er gesagt, es ist deaktiviert. Jetzt kannst du hier drehen, wie du willst. Es geht nicht mehr an. Es geht nur noch über den Knopf an. So, siehst du? Aber über die Drehung nach wie vor nicht. Wenn du das wieder aktivieren möchtest, musst du es wiederholen. Also gedrückt halten und einen Twist. Gestures on. Ja, so, das war's. Das ist alles Wichtige, was du wissen müsstest. Es gibt noch mehr Funktionen, aber da würde ich eher die Finger von lassen. Wenn du trotzdem mal reinschauen möchtest, ich verlinke in der Beschreibung des Videos, verlinke ich quasi das vorige Video zu den zwei Button-Setups für Profi 6.4, was hier drauf ist. Also das Profi OS 6.4, die Version, die quasi auf der Soundkarte drauf ist. Und da sind nochmal alle Funktionen aufgeführt. Aber jetzt für auf die Schnelle sollte das absolut ausreichend sein. Ja, dann wäre ich soweit fertig.